Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute möchte ich mit euch über die 8 Bücher sprechen, die ich im März gelesen habe. Der Monat begann mit einer Erzählung aus dem Sammelband von Fjodor Dostojewski, und zwar der titelgebenden Geschichte Das Krokodil. Wir begleiten hier den Beamten Ivan, der mit einem guten Freund und seiner Frau in einer Einkaufspassage in Moskau ein Krokodil sehen möchte. Es hat nämlich eine Nachricht die Runde gemacht, dass dort eben ein Krokodil von einem deutschen Schausteller präsentiert wird, und das ist ja ein ganz kurioses Ereignis. Die drei wollen sich das Tier also mal aus nächster Nähe anschauen, und dabei, ja, wagt sich unser Protagonist Ivan ein bisschen zu nah an dieses Tier heran und wird kurzerhand verschlungen. Ivans Freund und seine Frau sind natürlich völlig schockiert von der Szene, die sie dort beobachten und die Fjodor Dostojewski wirklich köstlich beschreibt. Also dieser ganze Prozess des Verschlingens, wie Ivan da im Schlund des Krokodils verschwindet, das war herrlich, ich habe mich totgelacht. Und nun würde man ja meinen, dass Ivan das Ganze nicht überleben kann oder zumindest große Qualen erleidet, aber tatsächlich fühlt er sich ganz wohl im Schlund dieses Untiers und genießt außerdem eine gewisse Berühmtheit. Also alle strömen natürlich jetzt erst recht zu diesem Krokodil, nachdem dort ein lebendiger Mann haust und dieser auch noch gute Tipps parat hat, wie er sich denn dort eingerichtet hat und was er alles vorhat, aus dem Schlund dieses Tieres zu bewerkstelligen. Und ja, es ist eine unglaublich kuriose und groteske Geschichte. Ich denke, das wird euch jetzt schon klar. Ich musste wirklich unheimlich schmunzeln. Ich mag ja auch Dostojewskis Sprache. Ich finde, er hat so einen ganz großartigen Wortwitz dabei, weil er eben sehr, sehr intelligent schreibt, aber eben sein Humor immer wieder durchkommt. Und diese abstrusen Geschichten schreibt er einfach göttlich. Also ich habe sehr, sehr viel geschmunzelt, gelacht, und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, dass mir die Erzählung grundsätzlich zu schnell vorbei war. Also ich finde, man hätte danach noch viel mehr daraus machen können. Man hätte noch auf viele offene Punkte besser eingehen können, und so, ja, war ich so ein bisschen unbefriedigt, als das Ganze dann vorbei war. Zumindest in der Ausgabe, in der ich das Ganze jetzt besitze, hat diese Erzählung etwa 77 Seiten. Ich denke, wenn man sie einzeln kauft, sind es vermutlich sogar noch weniger. Und das ist dann einfach für diese kuriose Geschichte, die mir eben gut gefiel, ein bisschen zu wenig, wie ich finde. Insgesamt ist das eben eine satirische Erzählung auch auf das ökonomische Prinzip, in dem sich alles um das Geld dreht und das Wohl des Einzelnen keine Rolle mehr spielt. Also da gibt es einige Verweise und Spitzen, die mir auch gut gefielen. Ich bin bei solchen Sachen immer nicht hundertprozentig sicher, ob ich all die Referenzen und Anspielungen wirklich verstehe, weil sie sich natürlich auf Gesellschaft und Politik in Russland zu jener Zeit beziehen, ich dort nicht gelebt habe und eigentlich auch zu wenig Kontextwissen dazu habe. Aber nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte großen Spaß gemacht und eben auch Lust gemacht auf die weiteren Erzählungen, die hier drin versammelt sind. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt endlich mal zu diesem Büchlein gegriffen habe, und ja, bin mal gespannt, wie mir die anderen Geschichten hier drin gefallen. Danach hatte ich dann eine leichte Enttäuschung, und zwar Herz auf Eis von Isabelle Autissier. Ich habe das Ganze nicht alleine gelesen, sondern in einer Leserunde zusammen mit einer Zuschauerin. Wir haben uns so ein bisschen auf WhatsApp ausgetauscht. In diesem Buch begleiten wir Louise und Ludovic, die sich ein Jahr Auszeit nehmen und die Welt umsegeln wollen. Sie kaufen sich dafür extra ein Schiff und haben sich die schönsten Routen ausgesucht, und in der Nähe von Kap Horn machen sie einen etwas ungeplanten Zwischenstopp auf einer unbewohnten Insel, die ihnen als besonders sehenswert empfohlen wurde. Sie landen dort an, machen eine kurze Tagestour, die sich auch tatsächlich lohnt, was den Ausblick angeht, und werden dann auf der Rücktour zu ihrem Boot von einem schweren Sturm überrascht. Sie müssen sich in Sicherheit bringen, und als sie am nächsten Tag zu ihrem Schiff zurückkehren wollen, müssen sie feststellen, dass es nicht mehr da ist. Und ab diesem Zeitpunkt sitzen sie eben fest und müssen ums Überleben kämpfen, und das eben auf einer Insel, die unbewohnt ist, zu der sich selten Menschen verirren und die fast nichts zu bieten hat, was man zum Überleben braucht. Und das klingt eigentlich nach einer Geschichte, die mir gefallen müsste. Ich bin der totale Survival-Fan, also ich mag das einfach, dieses Szenario, dass man versucht, mit dem wenigen, was man findet, irgendwie zu überleben, was es heißt, diesen Überlebenskampf überhaupt zu führen, wenn man vielleicht auch aus der normalen Zivilisation kommt und so. Also ich habe mir hiervon viel versprochen und muss sagen, dass ich ziemlich enttäuscht wurde. Zum einen konnte mich die Sprache überhaupt nicht begeistern oder erreichen. Sie ist sehr simpel gehalten, die Sätze sind kurz, und man könnte jetzt sagen, es ist dieses Reduzierte, was man vielleicht auch in einer solchen Situation als passend empfindet, wo man eben nicht viele Worte hat, und das mag sein, aber es war für mich eben überhaupt nichts, was diese Situation für mich unterstützt hat, sondern es hat ihr eher Distanz gegeben und ja, gefiel mir einfach nicht. Also da war für mich auch nichts, was ich irgendwie hätte zitieren können, mir markiert hätte oder ähnliches. Also das war sehr, sehr unbeeindruckend, was gar nicht so schlimm wäre, wenn mich dafür der Inhalt beeindrucken könnte. Aber auch das war leider nicht der Fall. Für mich ist bei diesen Geschichten eigentlich vor allem das Innenleben so interessant. Also gerade wenn man im Angesicht des Hungers Grenzen überschreitet, die man sich vielleicht auch selbst nie zugetraut hätte. Wenn man über sich hinauswächst, wenn man Seiten an sich selbst entdeckt, die man vorher so gar nicht vermutet hätte. Und ich finde, dass in solchen Büchern eben
eben auch schön, wenn das so ein Prozess ist, dem man beiwohnt und man einfach sieht, wie sich die Person verändert. Und hier war das irgendwie alles so unproblematisch. Also es war quasi sofort klar, okay, sie müssen dann die Pinguine töten, die sich dort auf dieser Insel befinden, weil es gibt eben kaum Pflanzen, die sie essen könnten. Und was die Tiere angeht, ist es eben auch sehr übersichtlich. Es gibt eben aktuell nur die Pinguine, die dort eben an Land kommen. Und anstatt, dass man diesem Prozess erstmal beiwohnt, dass sie sich in den Kopf setzen, okay, wir müssen es tun oder sich damit abfinden, dass sie es tun müssen und dann aber wirklich dieser nächste Schritt oder die Schritte, die darauf folgen, bis man wirklich dieses Tier erlegt hat und was das dann mit einem macht und wenn man das ja eigentlich gar nicht gewohnt ist, wenn man aus der Zivilisation kommt. Also von der Erkenntnis, wir müssen jetzt hier ums nackte Überleben kämpfen, zu dem Rückschluss, okay, wir können eigentlich nur die Vögel töten, um zu überleben. Und dem Töten des ersten Tieres, beziehungsweise zum Töten von vielerlei Tieren, weil dann plötzlich auch direkt klar ist, okay, wir brauchen eigentlich 4 Pinguine pro Person und pro Tag. Also gehe ich jetzt mal auf die Jagd und erledige das. Das war mir alles viel zu einfach. Also es gab weder den Moment der Scham noch der Überwindung. Ich habe das Gefühl, ich war überhaupt nicht in den Personen drin. Ich konnte das nicht nachvollziehen und grundsätzlich fehlten mir hier Informationen. Ich hätte gerne gewusst, wo kriegen sie ihr Trinkwasser ganz genau her? Wie viel können sie dort abschöpfen? Womit? Wie viel Sprit ist noch vorhanden durch ihr Rettungsboot? Wie viel Feuerzeug, Benzin ist vorhanden? Wie lange dauert es, um ein Tier zu zerlegen? Wie viel Fleisch kriegt man da wirklich raus? Wie lange hält das? Und es waren alles so Dinge, die hat die Autorin mir irgendwie vorenthalten. Und das sind für mich so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um die Situation der beiden einschätzen zu können. Und da die Autorin selbst Segelerfahrung hat, glaube ich überhaupt nicht, dass sie das alles nicht wusste oder so. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat es mir bewusst vorenthalten und mir dann immer nur so häppchenweise ein paar Fakten hingestreut, wenn es gerade für den Plot irgendwie sinnvoll war. Aber es war nicht so, dass das irgendwie natürlich war, sondern es fiel dann auch immer ganz akkurat, sodass sie ihren Plot irgendwie weiterführen konnte. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, als würde sie die Fakten um den gewünschten Plot drumherum legen und immer nur dann anbringen, wenn sie dem Plot irgendwas bringen und wenn sie eigentlich dem Plot entgegenstehen, dann werden sie verschwiegen. Also ich weiß, ich hatte irgendwie so ein ganz ungutes Gefühl beim Lesen. Ich habe ihr das alles nicht abgekauft. Was ich aber gut dargestellt fand, war der Konflikt zwischen dem eigenen Überlebenswillen und dem Pflichtgefühl dem anderen gegenüber. Also wie man in einer solchen Ausnahmesituation damit umgeht, dass vielleicht nur einer von beidem überleben kann und man das vielleicht sogar auch nur auf Kosten des Lebens des anderen erreichen kann. Also das ist natürlich eine ganz furchtbare Vorstellung für so ein Liebespaar. Aber das fand ich eben gut eingefangen und es macht natürlich auch den Großteil der Dramatik in diesem Buch auch aus. Ich hätte tatsächlich diese Zeit danach, die wird hier eben auch noch geschildert, nicht mehr gebraucht. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sich die Autorin dafür mehr Zeit auf dieser Insel lässt, das alles noch ein bisschen mehr ausarbeitet, mir ein besseres Gefühl davon gibt, wie die Umgebung beschaffen ist, in welcher Situation sie sich wirklich befinden. Das hat mir einfach gefehlt und das konnte für mich dann eben auch nicht dadurch ausgeglichen werden, dass wir dann die Zeit danach noch erfahren, obwohl das eben auch so einige interessante Komponenten hat. Wie geht auch die Öffentlichkeit damit um, wenn ein solches Drama geschehen ist? Aber für mich war die Geschichte an dem Punkt auch nicht mehr zu retten. Also mich konnte das Buch leider nicht so richtig begeistern, was echt schade ist. Ich habe mich darauf gefreut und ich war mir fast sicher, dass ich es lieben werde. Das war am Ende nicht der Fall, aber so ist es eben. Geschmäcker sind verschieden. Hier würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Ich kenne auch genug Leute, die das Buch geliebt haben. Also lest am besten rein und überzeugt euch selbst. Dann habe ich im März auch noch dieses wunderschöne Buch gelesen, nämlich Madame Butterfly von Benjamin Lacombe. Das passt jetzt fast gar nicht ins Bild. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem einigermaßen. Das ist ja eine Geschichte, die auf einer Erzählung von John Luther Long basiert und zu der es auch eine Oper gibt von Puccini. In dieser Geschichte begleiten wir ja den amerikanischen Marineoffizier Pinkerton, der in der Nähe von Nagasaki stationiert wird und all seine Marinekollegen schwärmen ihm von den schönen Frauen Japans vor und dass es dort eben auch eine Institution wie die Zeitehe gibt. Das heißt, man kann sich eben für einen begrenzten Zeitraum eine Ehefrau nehmen, für die Zeit, in der man eben dort im Land ist und kann dann aber als freier Mann wieder in die Heimat zurückkehren und dort eine richtige Frau heiraten. Er bekommt von einem Vermittler einige Frauen vorgeschlagen, hat sich aber selbst schon Hals über Kopf in eine verguckt, nämlich in die Geisha, Madame Butterfly. Allerdings erzählt er ihr nicht, dass es sich bei diesem Arrangement um eine Ehe auf Zeit handelt und so erwarten beide völlig unterschiedliche Dinge von dieser Ehe und das Ganze endet dann sehr, sehr dramatisch. Viel mehr kann und will ich zu der Geschichte nicht sagen. Sie ist ja sehr, sehr kurz und ich denke, viele kennen sie auch in groben Zügen. Was hier auch besonders interessant ist, ist die grafische Aufarbeitung, also die Bilder von Benjamin Lacombe und die sind natürlich wieder atemberaubend schön, gerade weil sie hier auch diesen asiatischen Stil so ein bisschen vereinen mit seinem
sehr, sehr besonderen persönlichen Stil und es gefiel mir ausgesprochen gut. Die Geschichte zeigt außerdem sehr gut, wie unterschiedlich diese Kulturen sind und dass es nicht immer möglich ist, da Brücken zu schlagen, dass man sich vielleicht Zeit seines Lebens auch nie so richtig verstehen kann, wenn die Unterschiede so groß sind und man in ihnen auch so ein bisschen gefangen ist. Und es führt eben zu einer eher traurigen und melancholischen Geschichte, die dann in einem dramatischen Ende gipfelt. Und obwohl die Geschichte letztlich simpel gestrickt ist und auch recht vorhersehbar ist, war die Optik einfach so überzeugend von diesem Buch, dass ich es trotzdem jedem ans Herz legen würde. Es gab dann noch ein weiteres Buch, mit dem ich letztlich nicht so hundertprozentig zufrieden war, obwohl ich mich sehr darauf gefreut habe. Und zwar geht es um Wir sind dann wohl die Angehörigen von Johann Scherer. Es handelt sich hierbei um einen Erfahrungsbericht, in dem Johann Scherer von der Entführung seines Vaters berichtet. Er war damals 15 Jahre alt, als sein Vater 1996 entführt wurde und für 33 Tage gefangen gehalten wurde. Der Fall ging damals wohl stark durch die Medien, da es einigen Kontakt mit den Entführern gab, die immer mal wieder Geldübergaben geplant haben, die dann auch gescheitert sind. Also da ist viel schiefgelaufen, auch was natürlich sehr, sehr lebensbedrohlich war für den entführten Vater von Johann Scherer. Ich war damals erst 7 Jahre alt, also werde ich das nicht so richtig mitbekommen haben. Ich habe mir das nachher dann nochmal durchgelesen, was da so alles passiert ist. Und es war durchaus interessant und deswegen war ich auch so ein bisschen neugierig auf den Fall und den Blickwinkel des Sohnes. Da es sich hierbei um einen Erfahrungsbericht handelt, bewerte ich natürlich nur Stil und Sprache und nicht den Handlungsverlauf, weil der nun mal Realität war. Ich muss aber sagen, dass ich zu Beginn dieses Buches ein bisschen Bedenken hatte, ob ich es wirklich zu Ende lesen kann, weil mir insbesondere die Sprache eben nicht gefiel. Das Buch beginnt natürlich damit, dass er erfährt, dass sein Vater nicht nach Hause gekommen ist und womöglich entführt wurde. Also die Ermittlungen beginnen und seine Mutter eröffnet ihm diese Situation und er reagiert natürlich schockiert, logischerweise. Und das mag jetzt total hart klingen, aber ich fand die Art und Weise, wie diese Gefühlswelt, diese emotionale Reaktion auf diesen Fakt, der war mir irgendwie zu platt dargestellt. Und ich weiß nicht, das klingt wahrscheinlich jetzt furchtbar, wenn ich das so sage, aber es gibt halt verschiedene Varianten, wie man die Gefühle, die das in einem auslöst, literarisch aufbereiten kann. Und ich fand das hier sehr, sehr platt. Und versteht nämlich nicht falsch, das muss ein emotionaler Ausnahmezustand sein, wenn man eine solche Nachricht bekommt. Und genau deshalb fand ich eben die Metaphern, die hier gewählt wurden, als ja, Rekonstruktion der damaligen Gefühle, die sind dem Ganzen einfach nicht gerecht geworden und haben es sogar so ein bisschen abgewertet in meinen Augen. Das ist totale Geschmackssache, mir gefiel es eben nicht. Es hat sich aber im Laufe des Buches auch so ein bisschen gebessert, weil der Fokus dann natürlich eher auf die Geschehnisse gelegt wurde und nicht mehr so auf die Gefühlswelt des Sohnes, was mir dann tatsächlich etwas besser gefiel. Und da kann ich wirklich nur sagen, das war unheimlich spannend, weil es einfach ein derart spektakulärer Entführungsfall ist. Also auch das will man fast nicht glauben, weil es einem so unwirklich vorkommt und trotzdem bin ich mir sicher, dass es genauso war. Alleine diese vielen Kontaktaufnahmen mit den Tätern, was da alles an Vorbereitungen dranhängt, wie man versucht hat, dann auf die Spur der Täter zu kommen, wie die ihre Stimmen verzerrt haben, in was für Rätseln sie gesprochen haben, was für Bedingungen sie auch an die Lösegeldübergabe gestellt haben und ja, was das für ein Prozedere war. Also es ist unglaublich und es war unfassbar spannend. Und es war vermutlich auch direkt der Knackpunkt an der ganzen Sache, warum das Buch mich jetzt nicht so völlig überzeugen konnte, denn ich war einfach zu sehr an diesem Entführungsfall interessiert. Ich wollte also den genauen Ablauf wissen. Ich hätte mir vielleicht besser eine Dokumentation angeschaut, die wirklich auf einem ganz sachlichen Niveau geblieben wäre. Dadurch, dass wir hier die Erlebnisse des Sohnes erfahren, der eben auch nicht in allen Dingen komplett involviert war. Wie gesagt, er war 15 Jahre alt, als das alles passiert ist. Es gab wirklich auch sehr, sehr gefährliche Abstimmungen zwischen seiner Mutter und den Polizisten, den Ermittlern. Und da ist er teilweise nicht dabei gewesen. Das heißt, er war oft außen vor. Dann waren wir wieder in seiner Gefühlswelt, wie er damit umging und so weiter. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich hatte vielleicht die falschen Erwartungen an dieses Buch. Denn dadurch, dass er nicht immer in allem komplett involviert war, füllt er gewisse Lücken mit Annahmen. Und niemand weiß, ob das stimmt, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen verfälscht ist durch seine emotionale Ausnahmesituation, die Pubertät und so weiter. Und das hat mir dann am Ende nicht so richtig gefallen. Also es war einfach, glaube ich, eher ein Problem von meiner Seite aus. Ich bin mit den falschen Erwartungen an dieses Buch herangegangen. Ich will nur, dass es für euch klar ist. Das heißt, wenn ihr wie ich eher eine neutrale Berichterstattung zu diesem Entführungsfall möchtet, dann ist das hier vielleicht nicht das richtige Buch für euch. Wenn ihr aber euch schon Dokumentationen darüber angeschaut habt oder ihr wisst darüber Bescheid, habt es damals vielleicht auch selbst verfolgt, dann bietet dieses Buch eben eine schöne persönliche Sicht auf die Dinge. Danach las ich dann Deine kalten Hände von Han Kang. In diesem Buch verschwindet ein Künstler, der vorwiegend Gipsabdrücke von Menschen angefertigt hat, die nicht unbedingt dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Auch er lebte so ein bisschen zurückgezogen von der Gesellschaft und hat vielleicht auch gerade deswegen etwas spezielle Models gesucht. Er hinterlässt jedenfalls
jedenfalls Tagebücher oder Briefe, Memoiren, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hinterlässt er Schriftmaterial, aus dem so ein bisschen hervorgeht, wie denn seine Kindheit und Jugend verlaufen ist, wie er zu der Art von Kunst kam, die er dann ausgeübt hat und warum er sich eben insbesondere diese etwas speziellen Menschen herausgesucht hat, um von ihnen Abdrücke anzufertigen. Man merkt dabei recht schnell, dass er nicht so einen richtigen Platz in der Gesellschaft gefunden hat, weil er einfach auch nicht so richtig versteht, was es mit diesem gängigen Schönheitsideal, das komplett makellos ist, so auf sich haben soll. Also es langweilt ihn völlig, es stößt ihn nahezu ab und er sucht eben das Spezielle an den Menschen, das, was sonst keiner sieht oder keiner sehen möchte. Und das fand ich unheimlich interessant und grundsätzlich ist ja Han Kang eine Autorin, die mich bisher noch nie enttäuscht hat und auch bei diesem Buch war ich am Ende wieder begeistert. Es hatte zwar nicht dieses gewisse Etwas, was ich bei den anderen beiden Büchern gesehen habe, aber es hat mir trotzdem unfassbar gut gefallen. Ich habe es in kürzester Zeit gelesen, ganz einfach, weil es wieder diese besondere Atmosphäre hat. Und obwohl Han Kang auch hier wieder auf Dinge eingeht, die eher unschön sind, von denen man gar nicht so genau wissen möchte, wie sie ablaufen und sie es dann wirklich schafft, ins Detail zu gehen, nicht den Blick abzuwenden und wirklich Dinge zu beschreiben, die sehr, sehr unangenehm sind, zumindest geht es mir immer so, finde ich gleichzeitig, dass sie sehr behutsam und einfühlsam mit ihren speziellen Charakteren und deren Schwächen umgeht. Und das ist irgendwie eine Kombination, die mich immer wieder begeistern kann, weil es den Büchern so ein ganz besonderes Flair gibt. Und weil sie es eben auch schafft, diese schwierigen Themen zu schildern, ohne dabei zu werten. Also sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie sagt, wie es ist und es ist manchmal mehr, als man ertragen kann, aber es ist gleichzeitig eben auch ehrlich, ohne dabei irgendwen vorzuführen, sondern es ist dann auch wieder so eine behutsame Annäherung, weil sie gefühlt wirklich genau weiß, worüber sie schreibt und das wirklich bei Themen, wo man, ja, als Außenstehender wirklich fast gar keinen Zugang hat. Da ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, möchte ich hier auch eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht also primär auch um Essstörungen in diesem Buch. Und wie gesagt, sind diese Auswirkungen wirklich detailliert beschrieben, auch mit den Konsequenzen, die da dranhängen. Und das war für mich schon teilweise sehr hart zu lesen, aber gleichzeitig zeigt Han Kang eben auch die Komplexität dieser Essstörung. Also es ist eben nicht einfach so abgehandelt und es geht viel, viel tiefer als das normale Bild, was man vielleicht von dieser Krankheit hat, wenn man selbst noch nie betroffen war, sondern sie geht wirklich ins Detail, sie wendet sich nicht ab, sie schildert das unheimlich ehrlich, aber gleichzeitig eben wunderbar einfühlsam und das war sehr gelungen, wie ich finde. Aber natürlich muss man wissen, ob man darüber lesen möchte, vor allem auch auf diese Art lesen möchte, deswegen schicke ich das jetzt einfach mal vorweg. Mir hat es einfach sehr gut gefallen, gerade auch in Kombination mit der Bedeutung dieser Gipsabdrücke, mit dem Thema Masken, sich verstecken, keinen Platz in der Gesellschaft finden. Die ganzen Personen hier drin sind sehr einsam und traurig irgendwie und auch das ist wieder wunderbar eingefangen. Also es war wieder einfach hundertprozentig ein Buch für mich und ich glaube, ich werde alles lesen, was Han Kang schreibt. Dann haben wir hier noch eine Autorin, von der ich immer begeisterter bin und zwar haben wir von Delphine de Vigan Loyalitäten. Wir begleiten zum einen Theo, er ist 12 Jahre alt und leidet unter der Trennung seiner Eltern. Er kommt damit nicht so gut zurecht, obwohl er das nach außen hin kaum zeigt. Lediglich eine Lehrerin wird so ein bisschen aufmerksam, weil sie selbst eine schwere Kindheit hat und die ersten Anzeichen zu deuten weiß. Sie hat aber große Schwierigkeiten, an den Jungen heranzukommen und da sich in seinem Umfeld offenbar sonst niemand darum kümmert, droht die Situation zu eskalieren. Denn Theo hat ein weitaus größeres Problem, als man ihm direkt anmerken würde. Wir erfahren die Geschichte aus mehreren Perspektiven. Da wäre zum einen die von Theo selbst, dann die von seinem besten Freund, wobei die Perspektiven dieser beiden Jungen immer aus der oktorialen Sicht erzählt sind. Wir haben dann auch noch die Mutter von Theo, die Mutter von Theos Freund und die Lehrerin und diese Sichten sind dann aus der Ich-Perspektive, was ich ein bisschen speziell fand, aber es zeigt eben auch so die Distanz, die zwischen Erwachsenen und Kindern manchmal besteht. Wenn Kinder wirklich nicht über irgendwas reden möchten, dann ist da kein Rankommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Element war, um das zu verdeutlichen. Also, dass man das Verhalten der beiden Jungen nur von außen beobachten kann, aber man kann nicht wirklich in ihre Köpfe schauen, während das eben bei den Frauen der Fall ist. Fand ich sehr, sehr interessant, diese Herangehensweise. Und grundsätzlich ist das ein großartiges Buch, wie ich finde. Und man fragt sich, wie die Autorin all diese Themen innerhalb dieser wenigen Seiten verpackt bekommt. Denn hier steckt so viel mehr noch drin, als nur diesen Konflikt, den Theo hat mit der Trennung seiner Eltern. Wir haben es dann eben mit den beiden Elternteilen zu tun, die beide auch noch ein großes Päckchen mit sich herumtragen, wo wir einen gewissen Einblick bekommen. Dann haben wir die Lehrerin, die eben in ihrer Kindheit schreckliche Erfahrungen gemacht hat. Dann
bekommen wir noch ein anderes Thema präsentiert, was eher die Mutter von Theos Freund betrifft und ihren Ehemann. Und das ist so viel, dass man denkt, wie kann das in ein so kurzes Buch passen? Aber Delphine de Vigan schafft das irgendwie. Und das schafft sie eben, indem sie sich niemals wiederholt, indem jeder einzelne Satz wichtig ist und alles andere rausgekürzt wurde und hier quasi die Essenz dieser ganzen Themen irgendwie drin steckt. Und das fühlt sich dadurch super dicht an. Also ich konnte gar nicht so viel am Stück lesen, weil ich so viel verarbeiten musste. Und ich finde, das ist eine ganz große Kunst, wenn man seinen Text derart gekürzt bekommt und gleichzeitig immer noch genug sagt. Und damit kann ich mich gar nicht darüber beschweren, dass dieses Buch zu kurz ist, weil es eben mitunter eine der Stärken dieses Buches ist. Trotzdem hätte ich gerne mehr von der Geschichte gehabt, aber lassen wir das. Es ist wirklich kein Kritikpunkt an der Geschichte, sie ist großartig. Und ich finde auch eben, dass gerade das Problem, was Theo mit sich herumschlägt, war für mich ganz, ganz schockierend irgendwie, dass ich das in dem Alter schon ein Thema sein kann. Und es hat mich total mitgenommen, obwohl ich ja gar nicht so viel mit Kinderprotagonisten mitfühlen kann. Aber in dem Fall hat es mich einfach unheimlich getroffen, wie seine Eltern auch mit dieser Trennung umgehen, wie sie ihn quasi zerreiben in ihrem eigenen Streit und was für Auswirkungen das auf ihn hat. Also es hat mich unheimlich gepackt. Es ist sehr, sehr heftig. Es ist wirklich keine leichte Kost, aber unheimlich empfehlenswert. Dann habe ich im März auch noch den 7. Teil der Harry Potter Hörbuchreihe beendet, mit der ich euch die letzten Lesemonate immer wieder gequält habe. Es ist nun endlich vorbei und ihr wisst ja auch schon, mit welcher Reihe ich weitergemacht habe, zumindest wenn ihr meine Neuzugänge schaut. Genau, auf jeden Fall kann ich natürlich nicht viel zum Inhalt des abschließenden Bandes der Harry Potter Reihe sagen, ohne zu spoilern. Es ist eben das epische Finale einer siebenbändigen Reihe und genau das ist es, was ich daran mag. Es ist eine sehr düstere Atmosphäre, eine lebensbedrohliche Atmosphäre. Man weiß nicht, welche Charaktere am Ende noch überleben. Es gibt in diesem abschließenden Band auch direkt zwei Tode, die mich immer wieder aufs Neue treffen, auch wenn die Charaktere völlig unterschiedlich sind und auch in einer ganz anderen Beziehung zum Protagonisten Harry stehen. Ja, es ist trotzdem jedes Mal schwer für mich, wenn ich diese Szenen lese und das jetzt diesmal auch vorgelesen zu bekommen, hat das Ganze nochmal verstärkt. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass ich endlich mal zu den Hörbüchern gegriffen habe. Dann ist es auch so, dass man in diesem 7. Band ein paar Einblicke in Dumbledores Vergangenheit bekommt, was ich immer sehr, sehr mag, weil ich finde, das ist voll ein großes Mysterium und man hat auch so ein recht festgefahrenes Bild von Dumbledore über die ersten Teile der Reihe, dass sich da erst so ein bisschen anfängt zu verändern, was ich sehr, sehr spannend finde. Also das ist auch ein großer Pluspunkt, finde ich, von diesem abschließenden Band. Ich bin tatsächlich auch nicht der größte Fan von dem Ende, also was dann so nach dem großen epischen Finale noch kommt. Das finde ich dann doch auch so ein bisschen dick aufgetragen tatsächlich. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, aber ich bin nicht der größte Fan davon. Ansonsten mag ich den 7. Band sehr, sehr gerne und freue mich schon darauf, wenn ich die Reihe wieder beginne. Ja, und weil die Harry Potter-Reihe dann doch ein gewisses Loch in meine tägliche Leseroutine gerissen hat, brauchte ich natürlich ein neues Hörbuch und habe dann mit einer weiteren Reihe begonnen. Ich habe mir vorgenommen, endlich mal wieder den Dunklen Turm zu lesen. Das habe ich mir sogar schon länger vorgenommen, aber jetzt mit den Hörbüchern gehe ich das Ganze endlich mal wieder an. Und so habe ich jetzt im März den 1. Band, also Schwarz, gelesen. Das Buch beginnt mit dem berühmten Satz, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Und so lernen wir unseren Protagonisten Roland, den letzten Revolvermann, eben kennen, wie er den Mann in Schwarz verfolgt. Wir wissen zwar gar nicht so genau, warum er den Mann in Schwarz nun eigentlich verfolgt, aber auf dem Weg lernen wir ihn natürlich ein bisschen besser kennen, wobei ich eben auch weiß, dass der erste Band ein bisschen sperrig ist. Also wenn man mit dieser Reihe beginnt, ist das sicherlich kein leichter Einstieg. Ich kenne die Reihe ja nun mal, ich weiß auch, wie sie ausgeht und ich kann euch sagen, dass der erste Band dann eine völlig andere Bedeutung bekommt. Aber Stephen King sagt ja auch selbst, dass der erste Band ein bisschen schwierig ist, dass er sich auch für ihn recht unreif anfühlt und das kann ich halt auch nur bestätigen. Also gerade weil man Roland eben erst kennenlernt, noch nicht wirklich kennt, ist die Art und Weise, wie er dargestellt wird, in meinen Augen auch recht plump. Also gerade so diese Action-Szenen, die dort beschrieben werden, die erinnern mich immer so an schlechte Hollywood-Filme tatsächlich. Also da ist wenig Komplexität oder Tiefgang hinter. Und das ist eben auch was, was mich heute immer noch stört, wenn ich den ersten Band lese. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, wie die ganze Geschichte weitergeht, was da alles noch kommt. Und ich kenne Roland ja auch schon so ein bisschen besser, weswegen mich das jetzt nicht abschreckt. Aber falls ihr eben mit der Reihe beginnt, dann lasst euch bitte nicht sofort verunsichern. Der erste Band ist eben ein bisschen schwierig, aber ihr werdet ihn spätestens am Ende der ganzen Reihe zu schätzen wissen. Ich finde, dass aber schon in diesem ersten Teil sehr deutlich wird, dass sich Roland in einer interessanten und sehr widersprüchlichen Welt befindet. Denn zum einen hat das Ganze ja einen starken Western-Flair, es erinnert so ein bisschen an alte Cowboy-Filme. Und gleichzeitig hat die Welt aber auch eine Komponente, die da nicht so richtig hineinpasst. Und zwar das erste Mal auch schon, als er sich in einem Saloon befindet und etwas essen möchte und er bestellt dort eine Art Hamburger und schildert dabei, dass es eigentlich nur noch mutierte Rinder gibt mit mehreren Gliedmaßen, fehlenden Gliedmaßen, mehreren Augen und so weiter.
weil es einfach gar keine rein rassigen Rinder mehr gibt. Also kaum noch nicht mutierte Rinder und andere Tiere. Und an einer Station findet er auch noch eine Maschine, die offensichtlich seit Jahrhunderten durchläuft, obwohl sie niemand mehr bedienen oder verstehen kann. Und das sind alles so Komponenten, die irgendwie eher darauf schließen, dass es sich um eine apokalyptische Welt handelt, in der mal großer Fortschritt bestand, der dann aber aufgrund einer großen Katastrophe mehr oder weniger in der Versenkung verschwand. Nur noch gewisse Auswirkungen sind sichtbar und alles andere hat sich wieder so ein bisschen zurückentwickelt. Und das finde ich unfassbar spannend und das ist für mich auch einfach so ein tragendes Element durch diese gesamte Reihe. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ein weiter wichtiger Aspekt für mich eben ist, weil ich die Reihe schon kenne, in diesem ersten Band stecken so viele Referenzen auf den weiteren Verlauf der Geschichte und eben auch auf das Ende, dass es mir teilweise wirklich heiß und kalt den Rücken runterlief und ich richtige Tränen verdrückt habe, weil ich einfach mich wieder an Szenen erinnert habe, die noch kommen werden. Und es ist so heftig irgendwie, was diese Reihe mit mir macht, ganz einfach, weil ich sie in so einem Alter gelesen habe, wo ich das wirklich bis ins tiefste Innere aufgesaugt habe und da kann ich es immer noch hervorholen irgendwie. Und es ist natürlich so, wenn man dann in diese Geschichte zurückkehrt, dann werden diese ganzen Knöpfe wieder gedrückt und es war unfassbar und es hat mir so viel Spaß gemacht. Deswegen werde ich diese Reihe jetzt wohl mit großer Freude weiterverfolgen und hoffe, dass ich danach noch irgendwas Gleichwertiges finde, womit ich dann weitermachen kann. Und dann möchte ich noch über ein Buch sprechen, das ich im März leider abgebrochen habe. Ich möchte ihm jetzt hier noch ein paar Minuten widmen in diesem Video und zwar geht es um Die Durchsichtigen von Ontiaki. Die Geschichte spielt in Luanda, der Hauptstadt Angolas und dreht sich tatsächlich um ein Hochhaus, in dem dann auch einige der Charaktere leben, die wir hier in diesem Buch kennenlernen und begleiten. Und dieses Hochhaus ist wirklich speziell, es hat so eine ganz besondere Ausstrahlung und es macht auch etwas mit seinen Bewohnern und auch mit Fremden, die dort eintreten. Es läuft auch an einer Etage immer wieder Wasser durchgängig hinaus, ohne dass das Wasser zu versiegen scheint. Auch das ist etwas Besonderes. Und die meisten Bewohner, die wir kennenlernen, leben eben in diesem Hochhaus. Und es sind wirklich einige Charaktere und das ist mitunter ein Punkt, mit dem ich mich etwas schwer tat. Ich hatte das Gefühl, das Buch hat keinerlei Handlung. Wir lernen einfach nur eine Vielzahl an schillernder Persönlichkeiten kennen, denn das sind sie wirklich. Also jeder hat hier so seine besonderen Eigenheiten und das muss man dem Autor lassen. Er kann sich wirklich in seine Charaktere hineinversetzen und ich glaube, er schildert und beschreibt sie auch sehr authentisch. Es war einfach nur die Masse, die mich irgendwann so ein bisschen überfordert hat, zumal die Geschichte darunter für mich nicht so richtig Handlung besaß oder zumindest sehr, sehr langsam erst in Gang kommt und für mich dadurch auch nach 100 Seiten noch kein richtiger Plot ersichtlich war und damit habe ich durchaus ein Problem und erschwerend hinzu kam dann noch die besondere Form. Ich bin nicht der größte Fan davon, wenn von der normalen Grammatik abgewichen wird und in dem Fall beginnen die Sätze mit Kleinbuchstaben und enden teilweise ohne Punkt und stattdessen mit einem Zeilenumbruch. Und es mag jetzt erstmal gar nicht so gravierend klingen, aber über die Menge der Seiten hinweg hat mich das massiv gestört. Also es hat mich irgendwie aus meinem Lesefluss immer wieder herausgerissen und ergab für mich auch einfach selbst nach 100 Seiten noch keinen richtigen Sinn. Also ich kann nicht sagen, warum das so gewählt wurde. Dann ist es so, dass der Autor auch eine sehr bildhafte Sprache hat. Auch da bin ich nicht immer der größte Fan von, wenn alles in Form von Metaphern irgendwie beschrieben wird. Auch damit habe ich mich so ein bisschen schwer getan und es ist eben sehr, sehr metaphorisch, poetisch und das gefällt mir nicht so gut. Und es waren eben jetzt so mehrere Punkte, die dann dazu geführt haben, dass ich immer weniger Lust hatte, zu dem Buch zu greifen und teilweise nahm ich es dann in die Hand und habe nach 4, 5 Sätzen wieder abgebrochen und es hat sich eben über Wochen hinweg gezogen, sodass ich dann einfach gesagt habe, ich werde es vermutlich nicht mehr mit Genuss lesen können. Also so gut kenne ich mich da mittlerweile, dass es dann für ein Buch auch schwer ist, mich noch zu überzeugen, weswegen ich die endgültige Entscheidung dann auch traf. Ich kann euch aber sagen, es hat sich dann in der Zwischenzeit auch eine liebe Zuschauerin dieses Buch gekauft und es gelesen. Sie hatte dann so ein bisschen mit mir zusammen angefangen, hat sich auch am Anfang sehr, sehr schwer getan und sie hat es dann aber tatsächlich durchgezogen und das Buch hat sich für sie zu einem Highlight entwickelt. Also auch hier, es ist eben nur meine Meinung, es war mein Eindruck von diesem Buch, meine Gefühle dabei und für mich hat es nicht funktioniert, aber bitte gebt dem Buch eine Chance, wenn es euch interessiert und wenn ihr meint, dass das alles Punkte sind, die euch überhaupt nicht abschrecken oder eher sogar neugierig machen, dann gebt dem Buch auf jeden Fall eine Chance und lasst mich gerne wissen, wie ihr es gefunden habt. Für mich war es nun letztlich leider nichts. Und damit war es das von meinem Lesemonat März. 8 Bücher sind echt ungewöhnlich viel für einen Lesemonat bei mir und ich freue mich natürlich, dass so viel Schönes dabei war, auch wenn das ein oder andere Buch mich letztlich nicht begeistern konnte.
Ich würde mich jetzt auf jeden Fall über Kommentare von euch freuen, wenn ihr mir etwas zu den Büchern zu sagen habt, die ich euch gezeigt habe. Falls ihr völlig anderer Meinung seid, dann lasst mir es gerne in den Kommentaren da. Ich freue mich immer, wenn euch Bücher gefallen, die mir nicht so gut gefielen. Und andererseits freue ich mich immer, wenn ihr mir sagt, dass ich nicht die Einzige bin, die irgendwie Schwierigkeiten mit einem Buch hatte, sondern dass es euch vielleicht genauso ging. Also, falls ihr mir dazu was zu sagen habt, freue ich mich über eure Kommentare. Und ansonsten hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.